In den abgeschiedenen Tiefen des Shorya-Gebirges in Südsibirien liegt seit Tausenden von Jahren ein Geheimnis verborgen, ungestört. In dieser abgelegenen Wildnis, fernab der neugierigen Blicke der Zivilisation, wurde eine Entdeckung gemacht, die das Fundament unseres Verständnisses der Menschheitsgeschichte in Frage stellt. Es war im Jahr 2013, als ein Team von 19 Forschern unter der Leitung von Georgi Sidorov eine Expedition zur Erkundung des Gebiets auf Gornaya Shorya startete, einem Berg, der sich rund 1100 Meter über dem Meeresspiegel erhebt. Dieses Gebiet liegt in einer abgelegenen Region Russlands und war einst unzugänglich und wurde während der Sowjetzeit von Kontrollpunkten bewacht. Die Expedition wurde auf der Grundlage faszinierender Berichte aus der Gegend über das Vorhandensein zahlreicher, ungewöhnlicher megalithischer Objekte an diesem abgelegenen Ort initiiert. Als das Forschungsteam am angegebenen Ort ankam, war es schockiert über das, worauf es stieß. Es erschien ihnen ein gigantischer Supermegalith, so mysteriös, sich den Chroniken der Menschheitsgeschichte widersetzend. Die Megalithen von Gornaya Shorya, wie sie genannt wurden, bestanden aus riesigen Steinblöcken, die wie Granit aussahen und sich durch flache Oberflächen und rechte Winkel auszeichneten. Noch schockierender war, dass das geschätzte Gewicht der Steine bei über 3000 Tonnen lag. Damit wären die Megalithen von Gornaya Shorya die größten Megalithsteine, die jemals in der Geschichte der Menschheit entdeckt wurden. Die systematische Anordnung der Granitfelsen deutete auf eine bewusste Gestaltung hin, eine gezielte architektonische Anstrengung, die über die bloße natürliche Formation hinausging. Sie wurden sorgfältig übereinander gestapelt und erreichten eine Höhe von etwa 43 Metern. Die schiere Größe dieser Steine warf sofort eine verblüffende Frage auf. Wie wurden solch riesige Blöcke in einer so abgelegenen und herausfordernden Landschaft bearbeitet, transportiert und zusammengesetzt? Laut Sidorovs Notizen waren die Bauwerke etwa 100.000 Jahre alt. Ein Zeitrahmen, der die Grenzen bekannter menschlicher architektonischer Bemühungen um Zehntausende von Jahren verschob. Diese Offenbarung war nicht nur überraschend, sie war revolutionär. Sie deutete auf die Existenz einer Zivilisation mit fortgeschrittenem Wissen und fortgeschrittenen Fähigkeiten hin. Lange vor dem, was traditionell in den Annalen der Menschheitsgeschichte akzeptiert wurde. Georgi Sidorov und sein Team staunten über den kolossalen Anblick des Bauwerks. Das Ausmaß der Entdeckung eines Denkmals wie dieses war unglaublich. Eines, das seit Äonen verborgen geblieben war. Ein stiller Zeuge des Laufs der Zeit und möglicherweise des Aufstiegs und Untergangs einer unbekannten Zivilisation. Die von Sidorov verfassten Einsichten und Beobachtungen würden sich als entscheidend erweisen, um die Geheimnisse dieses rätselhaften Ortes zu lüften. Der Anblick der riesigen Granitblöcke, die sorgfältig in einer Mauer aus vieleckigem Mauerwerk gestapelt waren, ließ einen Grad an architektonischer Raffinesse vermuten, der in dieser Zeit zuvor unvorstellbar war. Sidorov wies darauf hin, dass das Bauwerk Ähnlichkeiten mit anderen antiken megalithischen Bauwerken wie Stonehenge und den ägyptischen Pyramiden aufweist und dennoch für sich genommen einzigartig ist. Der Vergleich erfolgte nicht nur im Hinblick auf die schiere Größe, sondern auch auf das Geheimnis des Zwecks und der Funktionalität der Städte. Die von Sidorov ausgezeichneten Maße des Bauwerks waren atemberaubend. Die Mauer, wie er sie nannte, war etwa 213 Meter lang. Die einzelnen Steine waren jeweils etwa 20 Meter lang und zwischen 5 und 7 Meter hoch. Diese Angaben waren nicht nur Zahlen, sie stellten eine monumentale menschliche Anstrengung dar, eine Leistung, die angesichts der vermuteten technologischen Einschränkungen der Zeit nahezu unmöglich schien. Sidorov und sein Team prüften verschiedene Theorien zum Ursprung der Struktur. Eine vorherrschende Hypothese war, dass es sich um das Produkt einer alten Zivilisation handelte, die über Technologie und Wissen verfügte, die weit über das hinausgingen, was bisher für möglich gehalten wurde. Diese Theorie warf zahlreiche Fragen über die Fähigkeiten früherer Völker und die mögliche Existenz einer hochentwickelten Zivilisation auf,
die irgendwie in der Geschichte verloren gegangen war. Um das Rätsel noch zu verschärfen, berichtete Sidorow, dass einige der Steine kreisförmige Löcher aufwiesen, deren Rundung scheinbar perfekt war. Noch erstaunlicher waren die Anzeichen von Schmelzen an den Steinen. Es schien, als ob die Steine an bestimmten Stellen geschmolzen, ausgehöhlt oder umgeformt worden wären. Sidorow führte dieses Schmelzen auf eine Art uralte Gesteinsverschmelzung zurück, die an der Wand angebracht wurde. Er schrieb auch über die Möglichkeit einer starken thermonuklearen Explosion oder einer ähnlich zerstörerischen Kraft, da viele Megalithsteine über die Städte verstreut lagen und scheinbar von einer starken Kraft weggeblasen wurden. All dies warf noch mehr Fragen über den Zweck des Bauwerks und das Schicksal seiner Erbauer auf. Die Komplexität des Ortes wurde durch Sidorows Beschreibung weiterer Bauwerke in der Umgebung noch deutlicher. Er sprach von einer seltsamen zyklopischen Konstruktion aus vertikal angeordneten Felsbrocken, die auf einem riesigen Fundament standen. Darüber hinaus erzählte Sidorow, wie sie während ihrer Expedition auf unerklärliche Phänomene stießen. Die Kompasse der gesamten Gruppe verhielten sich unberechenbar. Sie wichen auf unerklärliche Weise von den Megalithen ab. Dieses Phänomen führte zu Spekulationen über ein negatives Erdmagnetfeld in der Gegend, möglicherweise ein Resteffekt einer Art altem Energiefeld. Dieses Phänomen geomagnetischer Anomalien ist nicht nur auf Gornaya Shoria beschränkt, sondern wurde auch an anderen antiken Städten auf der ganzen Welt beobachtet. Dies führt oft zu Diskussionen über das fortgeschrittene Verständnis der Erdmagnetfelder durch alte Zivilisationen und ihre Fähigkeit, diese Kräfte auf eine Weise zu manipulieren oder zu nutzen, die von der modernen Wissenschaft noch nicht verstanden wird. Leider schränkten die sich verschlechternden Wetterbedingungen die Möglichkeiten von Sidorow und seiner Expedition ein, weitere Erkundungen durchzuführen. Doch die gesammelten Daten lieferten unschätzbare Einblicke in die Anordnung und Größe der Ruinen. Als das Team ging, wurde das Gefühl des Mysteriums nur noch größer. Die immense Größe und der ungeklärte Ursprung der Megalithen von Gornaya Shoria stellten ein Rätsel dar, das noch lange nicht gelöst war. Dennoch stellt sich die Frage, wenn diese Bauwerke tatsächlich von Menschen erbaut wurden und keine natürliche Formation sind, wie könnte dann eine fortgeschrittene Zivilisation an einem so unwirtlichen Ort gedeihen? Einem Ort, der für sein raues Klima und seine extrem strengen Winter bekannt ist. Was war die Motivation, sich in einem so herausfordernden Umfeld niederzulassen? Wäre es nicht einfacher gewesen, südwärts in wärmere Gebiete auszuwandern und dort Siedlungen zu errichten? Während des Höhepunkts der letzten Eiszeit vor etwa 20.000 Jahren erlebte Sibirien wie ein Großteil der nördlichen Hemisphäre einen tiefgreifenden Klimawandel. Trotz des kälteren Klimas und der Ausbreitung der Eisschilde waren die Bedingungen in Sibirien jedoch relativ günstiger als in Europa und Nordamerika. Im Gegensatz zu der ausgedehnten Vereisung, die Nordamerika und Nordeuropa erfasste, war Sibirien nicht vollständig von Eisschilden bedeckt. Die Region war überwiegend von der Mammutsteppe geprägt, einem ausgedehnten Biom, das durch kalte, trockene Bedingungen gekennzeichnet ist und dennoch reich an Gräsern und krautigen Pflanzen ist. Dieses einzigartige Ökosystem beherbergte eine Vielfalt an Megafauna wie Wollmammuts, Wollnashörner und andere großen Pflanzenfresser, sowie Raubtiere, die sie jagten. Diese Umwelt stellte reichlich Ressourcen für die Ernährung der menschlichen Bevölkerung bereit und lieferte sowohl Nahrung als auch lebenswichtige Materialien. Tatsächlich haben archäologische Funde wie Werkzeuge und Artefakte bereits bewiesen, dass es in Sibirien während der Eiszeit menschliche Populationen gab. Die faszinierendste dieser Entdeckungen war, als russische Wissenschaftler einen Ort entdeckten, der der letzten Eiszeit entspricht und an dem antike Jäger lebten. Der Ort war voller Steinwerkzeuge, Elfenbeinwaffen und Knochen von Mammuts, Bisons, Bären, Löwen und Hasen. Alles Tiere, die den Jägern während dieser Eiszeit zur Verfügung gestanden hätten. Mithilfe einer Datierungstechnik, die den Kohlenstoffanteil misst, stellten die Forscher fest,
dass die Artefakte etwa 30.000 Jahre vor der Gegenwart an der antiken Stätte abgelagert wurden. Das wäre etwa doppelt so alt wie Monteverde in Chile, das älteste bekannte menschliche Leben auf dem amerikanischen Kontinent. Donald Grayson, ein Paläoanthropologe an der University of Washington in Seattle, sagte, die Entdeckung sei sehr bedeutsam, weil sie so viel früher sei als alle anderen nachgewiesenen Beweise für Menschen, die in den eisigen Gebieten Sibiriens lebten. Im Gegensatz dazu waren weite Teile Nordeuropas von dicken Eisschilden verschlungen, die große Gebiete unbewohnbar machten. Das Eis schränkte die menschliche Mobilität und Ressourcenverfügbarkeit stark ein. Die menschlichen Siedlungen in Europa konzentrierten sich hauptsächlich auf südliche Regionen, in denen zwar kein Eis, aber dennoch ein kaltes Klima herrschte. Diese Gebiete galten als Zufluchtsort für Tiere und Menschen. Aber die verfügbaren Ressourcen waren im Vergleich zur üppigen Mammutsteppe Sibiriens dürftig. Wenn in diesem Zusammenhang die sibirischen Megalithen tatsächlich während der Eiszeit errichtet wurden, deutet dies darauf hin, dass ihre Erbauer Teil einer Gesellschaft waren, die sich nicht nur an das kalte Klima anpasste, sondern auch darin gedieh. Der relative Reichtum an Ressourcen in der Mammutsteppe hätte eine größere menschliche Bevölkerung unterstützt und es ihnen ermöglicht, sich an bedeutenden Bauprojekten zu beteiligen. Die Entdeckung der Megalithen von Gornaya Shoria hat auch das Interesse an alternativen historischen Theorien neu entfacht. Einige Forscher haben über die Existenz einer Vorflutzivilisation spekuliert, einer hochentwickelten Gesellschaft, die existierte, bevor ein katastrophales Ereignis einen Großteil der Frühgeschichte der Menschheit auslöschte. Diese Theorie steht im Einklang mit globalen Mythen und Legenden, die oft von Hochkulturen sprechen, die unter mysteriösen Umständen verschwanden. Interessanterweise war die Stätte Gornaya Shoria trotz ihrer potenziellen historischen und archäologischen Bedeutung nicht Gegenstand weiterer Forschungen und archäologischer Bemühungen. Das Fehlen kontinuierlicher Untersuchungen einer solch potenziell aufschlussreichen Stätte wirft mehrere Fragen auf und fügt den ohnehin schon rätselhaften Steinen eine weitere Ebene des Mysteriums hinzu. Der offizielle Standpunkt der Russischen Föderation zu diesen megalithischen Bauwerken ist, dass es sich lediglich um natürliche Formationen handelt. Doch wie können wir ohne eine umfassende und gründliche archäologische Untersuchung sicher sein, dass die massiven und ungewöhnlich strukturierten Steine ausschließlich das Produkt natürlicher geologischer Prozesse sind? Zahlreiche Beobachter bezweifeln, dass es sich bei den Steinen um ein Naturprodukt handelt und führen als Beweis ihre präzisen Winkel und die einwandfreie Anordnung an. Sie weisen darauf hin, dass die Städte anderen megalithischen Städten auf der ganzen Welt, die zweifellos von Menschenhand geschaffen wurden, sehr ähnlich ist. Die Möglichkeit, dass diese Megalithen Überreste einer verlorenen Zivilisation oder eines vergessenen Kapitels der Menschheitsgeschichte sind, kann ohne eine gründliche Untersuchung nicht völlig ausgeschlossen werden. Was könnte eine ordnungsgemäße Ausgrabung über die Herkunft und den Zweck dieser Steine verraten? Könnten sie möglicherweise mit früheren menschlichen Aktivitäten in Zusammenhang stehen? Oder handelt es sich tatsächlich nur um eine ungewöhnliche, aber natürliche geologische Formation? Darüber hinaus wären die weitreichenden Auswirkungen einer solchen Entdeckung, wenn sich herausstellen würde, dass sie von Menschen gemacht wurde, von Bedeutung. Es könnte möglicherweise Teile unserer Geschichte neu schreiben und neue Einblicke in die Fähigkeiten und die Verbreitung antiker Zivilisationen bieten. Es könnte unser Verständnis der technologischen und architektonischen Fähigkeiten unserer Vorfahren in Frage stellen und eine neue Perspektive auf die antike Welt bieten. Glauben Sie, dass es sich bei der Stätte um eine natürliche Formation oder um das Produkt einer längst verlorenen Hochkultur handelt? Teilen Sie uns Ihre Theorien in den Kommentaren unten mit. Und wenn Sie an weiteren seltsamen Entdeckungen in Sibirien interessiert sind, schauen Sie sich unser Video über Arkaim an, eine verlorene Stadt, die in der Wildnis Russlands entdeckt wurde und von Geheimnissen umgeben ist. Wir sehen uns im nächsten Video.